In Österreich leben ca. 9000 Menschen mit Down-Syndrom. Für Familien ist so eine Diagnose natürlich belastend und Anlaufstellen sind rar gesät. Aber im Pinzgau gibt es seit 2019 den Verein Vielfalt. Dort können sich Eltern und Familien austauschen, vernetzen und damit für mehr Verständnis für Menschen mit Down-Syndrom sorgen. Wie das konkret funktionieren kann, wurde bei der Fotoausstellung Zorg dir her in Saalfelden aufgezeigt. Das Lied Zorg die her wurde anlässlich des Welt-Down-Syndroms-Tages 2022 von Lisa Mauracher komponiert. Das ist auch der Titel dieser Fotoausstellung. Es geht um Kinder und junge Erwachsene mit Beeinträchtigung und der Verein Vielfalt möchte so auch in der Gesellschaft etwas bewirken. Wir wollen einfach auch sorgen, dass unsere Kinder zwar mit einer Behinderung geboren sind, mit einer Behinderung leben, aber dass dahinter eigentlich noch viel, viel mehr steckt, gell? Dass sie viel, viel mehr ausmacht, als wir nur diese Diagnose. Der Andrang an diesem Abend im Kongresssaal Felden ist groß. Man kommt wegen dieser einmaligen Fotos. Sie alle sind familiär und haben etwas Inniges. Dass die Fotos allesamt schwarz-weiß sind, hat auch einen ganz besonderen Grund. Dadurch, dass ja jedes Kind eigentlich gleich ist, gell? Und nicht die Farbe wirken sollte, sondern die Emotionen wirken sollten, weil das ist ja das Wichtigste, was man bei einer Ausstellung transportieren sollte, haben wir uns für Schwarz-Weiß entschieden und die Huber Lisa hat eben die Gestaltung gemacht und die hat noch ein paar Farbklecks reingeholt, dass es da noch ein bisschen außer wirkt. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir generell auf Schwarz-Weiß gefahren sind. Ja. Die Fotos zeigen die Kinder in natürlichen, alltäglichen Situationen und zeigen, wie echt dass die Kinder sind. Und das war uns auch wichtig, Emotionen zu zeigen und dass sie gesehen werden, dass immer mehr Inklusion passiert und dass einfach ein Zeichen auch gesetzt wird, dass die Kinder halt einfach in den Vordergrund gehoben werden. An diesem Abend wird für ein wenig Normalität gesorgt. Doch freilich kann es auch Stimmen geben, die sagen, müssen die Kinder so gezeigt werden, wird nicht schon genug getan. Die beteiligten Personen haben darauf eine ganz klare Antwort. Ich glaube, dass in dem Bereich einfach nur extrem viel gemacht gehört, gerade im deutschsprachigen Raum. Es ist einfach so, das wird sehr stiefmütterlich behandelt und die Kinder sollten einfach immer mehr Möglichkeiten haben, auch mit nicht beeinträchtigten Kindern gemeinsam zusammen zu sein, in die Schule zu gehen, in den Kindergarten zu gehen und auch viel berufliche Möglichkeiten zu haben und einfach ein lebenswertes, fröhliches Leben, genauso wie jeder andere, ohne irgendwelche Einschränkungen zu führen. Alles, was man nicht kennt, macht dann vielleicht ein bisschen Angst. Da weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Aber je normaler es wird, einfach auch Menschen, Kinder mit Behinderung zu sehen oder zu kennen oder irgendwo Berührungspunkte zu haben im Alltag, umso normaler wird auch der Umgang. Umso mehr kann das einfach wachsen, dass dann immer diese Barrieren da sind.